Ja, also ich bin in der Schweiz geboren. Ich habe da auch mein ganzes Leben lang gewohnt. Ich habe dann in der Schweiz auch einen Bachelor in Industrie- und Produktdesign gemacht. Anschließend ging ich für ein Praktikum nach London und da hat mich so ein bisschen wirklich das Materielle gepackt, weil ich habe es wirklich vermisst. Die Atmosphäre, die mir so gefällt hier, wirklich, das ist der Eindruck, den ich auch mitnehme, dass es nicht eine Fabrik ist, sondern wirklich eine Manufaktur, wo die Leute im Zentrum stehen, weil es die braucht, um wirklich das schöne Objekt herzustellen. Es geht nicht ohne die Fähigkeiten der Leute. Das erste Projekt war Schmuck. Ich habe eigentlich ein bisschen runtergeschraubt in der Größe, wo ich sonst immer ein bisschen größer gearbeitet habe. Aber von der Ästhetik her habe ich jetzt eigentlich meine Formensprache, die hauptsächlich geometrisch ist, in kleinen Schmuck umgewandelt. Ein zweites Projekt war die Malerei. Ich habe die Farbe sehr unkonventionell angewendet. Ich habe nicht mit dem Pinsel aufgetragen, sondern das Terpentinöl zuerst aufgetragen und dann die Farbe selbst laufen lassen oder ein bisschen verblasen. Es gibt wirklich sehr schöne Effekte, aber halt nicht mit dem Pinsel kontrolliert, sondern eher dem Zufall überlassen. Ein drittes Projekt war die Materialspielerei. Ich habe probiert, die Materialien des Böttger Steinzeugs zu kombinieren mit dem Porzellan. Für mich kommen die meisten Inspirationen wirklich vom Alltag. Ich bin eine gute Beobachterin. Ich beobachte alles, was um mich herum passiert, aber ich glaube, hauptsächlich sind es wirklich Architektur und auch regelmäßige Muster, wie sie auch teilweise im Textildesign vorkommen.